Wir sprechen heute über die Zukunft nicht nur dieses Landes, sondern darüber hinaus. Wir haben Unternehmen, Universitäten eingeladen zu einem Weltmarktführerforum, weil es in diesem Land eine ganze Menge Unternehmen gibt, die durch die Innovationskraft, die sie haben, durch die besonderen Produkte, die sie haben, auch durch besonders Vertriebsgeschick in ihrer Branche Weltmarktführer sind. Und die treffen sich heute hier und mit denen wollen wir ins Gespräch kommen, mit unseren Schülern natürlich. Wir sind ja auch eine Schule in Lusenlund. Was brauchen wir eigentlich für die Zukunft? Welche spannenden Jobs gibt es vielleicht? Was sind die Zukunftstechnologien, an denen wir heute in Schleswig-Holstein arbeiten? Es ging darum, innerhalb von 90 Sekunden zu präsentieren, wer man ist und was man macht, was das Alleinstellungsmerkmal ausmacht, warum wir Weltmarktführer sind. Und ich habe in der Vorbereitung immer gestrichen und gestrichen und gestrichen und habe gedacht, okay, 90 Sekunden sind kurz und ich finde, das ist ein super Format. Vor allem finde ich das wichtig, dass wir als kleine mittelständische Unternehmen präsent werden, auch für diese Zielgruppe Schüler. Die Entscheidung, welchen Ausbildungsbereich, welche Branche man zukünftig aussuchen wird, die trifft man als Schüler. Was wir erwarten können, ist hier Impulse zu setzen und dass die Saat dann so im Laufe der nächsten Wochen aufgeht und dann sagt, Mensch, sowas könnte ich da auch machen, da muss ich mal hin. Es ist absolut wichtig, gerade die Schüler sehr frühzeitig zu erwischen und für MINT-Berufe zu begeistern. Das ist für uns diesmal das erste Mal und das war schon so, wenn sowas stattfindet in Schleswig-Holstein, dann finde ich, sollte man als IT-Unternehmen einfach dabei sein. Was ich eigentlich toll finde an dieser Messe ist, dass ich halt eigentlich schon genau weiß, was ich machen möchte. Aber wenn man jetzt so ganz viele Firmen sieht, dann kriegt man auch noch andere Anregungen. Und dass ich mir vielleicht nochmal überlege, ob ich das wirklich mache oder ob ich was anderes mache. Also ich war relativ überrascht. Also Schleswig-Holstein kam mir jetzt immer, es ist relativ groß, aber es kam mir irgendwie immer sehr klein vor. Und dass es hier dann doch so viele Weltmarktführer gab, das war schon spannend, ja. Mit diesem Yachtenbau, das finde ich ziemlich interessant, weil mich auch so quasi Schiffswesen auch ein bisschen interessiert. Auch dieses quasi Dynamik, Auftrieb und so, das ist alles ziemlich interessant. Früher sprach man immer vom Drohnenfachkräftemangel, jetzt sind wir mittendrin. Und umso wichtiger ist es, dass wir das sogenannte Matching schaffen. Also dass Schülerinnen und Schüler einerseits und Unternehmen andererseits zueinander passen, möglichst auch ohne, dass man drei Schleifen dreht, um das rauszufinden. Und deshalb sind solche Veranstaltungen von großer Bedeutung. Ich hoffe mir zwei Dinge. Das erste ist, dass die jungen Leute gesehen haben, welche Faszination Technik, Naturwissenschaft in den Unternehmen eigentlich für uns bereithält. Und dass daraus vielleicht Jugendforscharbeiten entstehen, dass es Praktika gibt, dass sie Kontakte machen können, die Schüler jetzt schon relativ früh, dass wir da was zusammenbringen können für dieses Land. Und ich würde hoffen, dass die Schülerinnen und Schüler inspiriert werden durch die Unternehmer und Unternehmerinnen, die wir heute hier hatten, die sich nämlich auf den Weg gemacht haben, ich habe eine coole Idee und ich werde dieses Produkt als Beste auf der Welt vertreiben.